Eine 30-Kilo-Fliegerbombe ist am frühen Dienstagnachmittag in Querenstede in der Gemeinde Bad Zwischenahn erfolgreich gesprengt worden. Da der Blindgänger nicht vor Ort entschärft werden konnte, mussten rund 30 Häuser in einem Umkreis von 500 Metern vor der Sprengung geräumt werden. Dazu waren die Feuerwehren Bad Zwischenahn, Orwege und Dänikhorst sowie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Der Polizeihubschrauber aus Neusiedende sicherte den Einsatzort aus der Luft ab. Rund 60 Personen nutzten den Sammelpunkt Querenstedter Mühle für den rund einstündigen Aufenthalt. Um 14.35 Uhr sprengte der Kampfmittelräumdienst Niedersachsen die britische Fliegerbombe. Der Sprengmeister gab kurz darauf Entwarnung und die Bewohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.